und herzlich willkommen zurück zu Vlogmas. Und heute dachte ich mir, ich zeige euch mal ein What I Eat in a Day. Und zwar starte ich natürlich mit meinem Frühstück und da habe ich mir ein Oatmeal gemacht mit Hafermilch. Ich liebe es momentan total, mir so winterliche und leckere Oatmeal zu machen. Und zwar habe ich hier mit Orange und Banane eins gemacht. Beziehungsweise das war jetzt für zwei Leute, also für mich und meine Mama. Ich tue auch immer mega gern so ein bisschen Vanille in das Oatmeal rein, weil das einfach so einen leichten Geschmack gibt. Man kann auch Vanillezucker nehmen, aber das ist natürlich sehr ungesund. Deswegen habe ich das jetzt bei mit so einer Mühle gemacht. Und genau hier habe ich dann einfach die Orangen noch geschält und in so kleine Stückchen geschnitten, damit das Ganze ein bisschen leichter zu essen ist. Und ja, dann habe ich das schön angerichtet, also mehr oder weniger schön. Ich bin da nicht so der Profi. Mir sieht das nie aus wie auf Instagram, sondern eher mal ein bisschen ranziger. Aber es muss schmecken, das ist ja die Hauptsache. Und dann habe ich noch ein paar Blaubeeren drüber getan, denn das liebe ich total. Ich liebe Blaubeeren. Und ja, die waren natürlich nicht so lecker wie im Sommer, aber ich bin da unempfindlich. Ich esse auch Beeren im Winter. Jetzt geht es weiter mit dem Mittagessen und da habe ich als erstes ein normales Rezept. Und zwar ist das ein griechischer Nudelauflauf und ich habe euch hier extra mal die Mengenangaben und so schon mal mit reingeschrieben. Wie ihr seht, das ist einfach erstmal quasi wie Bolognese. Das schmeckt mega lecker. Dann lässt man das ein bisschen köcheln. Hier an der Stelle habe ich noch ein bisschen Wasser dazugegeben, damit das Ganze ein bisschen mehr wird. Dann kommen diese griechischen Reisnudeln drauf. Die sind mega lecker und schmecken auch eigentlich wie Nudeln. Genau, wie ihr seht, dann habe ich das Ganze noch so ein bisschen abgeschmeckt. Hier ist dann auch noch Gewürze und Feta dazugekommen. Und dann eben das Ganze zusammengeben in Auflaufform und in den Backofen. Und das ist super lecker. Also ich esse das öfter und das geht auch super schnell. Für alle Vegetarier oder Veganer habe ich hier noch eine Alternatividee, die auch super schnell geht. Und zwar ist das Kichererbsen-Curry mit Brokkoli und Tomaten. Da ist einfach auch nur alles ein Topf und ein bisschen Kokosmilch dazu. Und ich habe eben noch Reis gemacht. Und das ist auch super, super lecker und geht ganz schnell. Dann seht ihr jetzt hier noch eine kurze Teezeit. Die mache ich im Winter eigentlich wirklich jeden Tag. Einfach mit Keksen und ein bisschen Tee. Und hier seht ihr jetzt nochmal mein abendlicher Snack. Ich habe einfach so ein bisschen Fladenbrot mit Avocado und Serrano-Schinken und ein paar Tomätchen gegessen. Und das reicht mir dann auch schon, weil ich habe tagsüber ja schon warm gegessen. Und deswegen gibt es nur was Kaltes.